Weise draußen, ich bin's Jan. Ich bin's Steffen. Und herzlich willkommen zum ersten Tag der Pack War Finals Week. Und falls ihr unser Video von letzten Freitag nicht gesehen habt, und zwar ist Pack War, steht es im Moment 16-16. Und wir haben jetzt eine Woche lang jeden Tag Challenges gegeneinander. Montag bis Freitag, Samstag öffnen wir dann jeder nochmal 5 Päckchen. Und Sonntag spielen wir dann mit den Karten, die wir sozusagen gezogen haben. Und wofür sind die Challenges? Die Challenges sind dafür da, dass der Gewinner verdient sich, also wenn man die Challenges gewinnt, verdient man sich Päckchen dazu. Diese Päckchen darf man selber öffnen und diese Karten für das Spiel verwenden. Wie mehr Päckchen man öffnet, so höher die Wahrscheinlichkeit, dass man gute Karten bekommt. Ist logisch. Und heute haben wir die erste Challenge, in der es um 2 Päckchen geht, 2 Fünfer Päckchen der Match Attacks. 2 Packs. Und ja, also das wird sich auch steigern. Wir fangen mit 2 an und bei jeder Challenge oder am Ende gibt es viel mehr Päckchen, aber die Challenges werden ein bisschen anspruchsvoller und was auch immer. Und heute geht es darum, dass wir jeder, haben wir 3 Päckchen nochmal zusätzlich mit Karten, die wir aber nicht für Pack War, für das Spiel am Ende benutzen können, weil wir ja die sehen. Mhm. Wir werden sehen, welche Karten der Gegner hat. Und zwar werden wir diese Päckchen öffnen, umgedreht auf den Tisch legen und dann wird einer von uns ein Stat ziehen. Die Karten haben ja 6 verschiedene, also einmal Speed, Zweikampf, Schüsse und so auf den Karten stehen und dann gibt es noch Marktwert und das haben wir auf ganz viele Zettel geschrieben und dann ziehen wir einen, drehen die beiden Karten um, vergleichen diesen einen Wert und wer mehr hat, der bekommt den Punkt. Und wenn man 4er-Kettenkarten, Offensivtrios oder Club-Logos zieht, zählt diese Runde sozusagen nicht. Der dieses, halt die besondere bekommen hat, legt sie weg und der andere legt seine Karte, die an dieser Stelle gewesen wäre, auch weg und die sind einfach aus der Runde. Wenn ein Spieler, der normale Karte jedoch keinen Stat da stehen hat, sondern so einen Strich, dann bekommt der andere, falls er das nicht auch hat, den Punkt. Und das war es eigentlich schon zu den Regeln. Und dann am Ende des Videos wird dann der Gewinner diese beiden Päckchen öffnen. Und dann viel Spaß beim Video. Okay, dann sind wir jetzt hier in der anderen Kameraansicht und wir öffnen unsere Packs. 5er Pack Standard. Wir schauen, dass die einfach umgedreht sind. Eine Karte ist umgedreht, dann machen wir so. Legen die hier hin. Wir haben. Wir sehen zwar die Rückseite der Karten, aber wir wissen nicht, was ist. Und dann haben wir hier so eine Box und Steffen, zieh mal. Soll ich ziehen? Lass mal mischen. Ich weiß ja eh nicht, wie viele die haben. Ja, und dann. Ein bisschen zueinander nehmen stillen. Okay, dann schauen wir mal drauf. Was steht da drauf? Da steht Distanz. Also wie viel die gelaufen sind in der letzten Saison. Und jetzt schauen wir, wer mehr hat. 3, 2, 1, los. Ich habe 299. Oh, ich habe 198. Jawohl. Ivica Olic, 1-0. Ich habe Andersen. Okay, legen wir die Karten weg. Ja. Steht 1-0 für Steffen. Dann, okay, dann die nächste. Ziehe ich jetzt mal. 1. So. Und wir haben Speed. Oh. Speed. Interessant. Und 3, 2, 1, los. Ich habe Trochowski. Oh, der hat gar kein Speed. Der hat keine Stats. Das ist dann Punkt für dich. Ja, dann habe ich wohl gewonnen. 34,1 ist aber, glaube ich, gar nicht so schlecht, ja, oder? Ja, das geht. Von Strohengel. 1-1. Okay. Dann der nächste. Man sieht sie schon. Ein Club-Logo. Das heißt, diese Runde, beide Karten gehen weg. Von mir und von dir. Ja. Bayer Leverkusen. Ich hätte die Santo gehabt. Santo. Also keine Punkte in der Runde, weil Steffen halt. Ja. Okay, dann ziehe ich den nächsten Stat. Und zwar wird das dieser. Also Torhüter gibt es auch keinen, oder? Oder doch, Torhüter ist dann, glaube ich, das gleiche. Wollen wir machen der gleiche, oder? Aber haben die das gleiche? Okay. Okay, dann. Was ist da drin? Schüsse. Also jetzt nehmen wir bei Jan, weil Jan hat einen Torhüter, einfach das, was an der gleichen Stelle ist. Wir hoffen, es geht. 3, 2, 1, los. Schüsse 5 und du hast beraten 101. 101 ist das wohl deutlich ein bisschen. Ja, nicht ganz so. Das ist jetzt fair. Nicht ganz vergleichbar. Korb gegen Zieler und jetzt letzte Duell des Päckchens. Ich ziehe. Und wir haben hier Zweikampf.
Oh, Mittelfeldspieler gegen Angreifer. Und 3, 2, 1, los. Oh, schon wieder keinen. Und ich habe 304. Hatte ich Pech diese Runde. Zweimal hatte ich keinen. Ja, Pech. Das ist, eigentlich gibt's, haben fast alle Sets. Eigentlich haben alle Sets, also viele, aber... Okay, wie? Okay, 3-1 für Jan. 3-1 nach der ersten Runde, dann machen wir unser zweites Pack auf. Wir schauen natürlich da auch möglichst nicht, welche Karten wir haben. So, ja. Okay. Hier, mein Stapel und dein Stapel. Das ist keine umgedrehte Karte. Dann fange ich wieder an. Hier eine Karte, und zwar diese hier. Okay, und das ist Pässe, Mittelfeld gegen Mittelfeld. Das heißt, da kann man nicht genau wissen. 3, 2, 1, los! Ich habe 403. Ich habe 600. 40. Sven Bender 600 Pässe. 4 zu 1. 4 zu 1. Dann ziehe ich jetzt. Und ich habe. Tore. Tore. Angriff gegen Mittelfeld. Augsburg gegen Augsburg hier. Und. Ich habe 1. Ich habe 0. Du hast 0. Nein! Der, als der Stürmer verliert. 0 gegen 1. Das ist Steffens Punkt. Endlich ja. Mal wieder. 2 zu 4 damit. Warte, dann nächste Karte. Hier, und das ist Pässe wieder. Pässe. Abwehr gegen Mittelfeld. Da bist du wieder ein bisschen Vorteil haben, wahrscheinlich. Man weiß es nie. Okay, 3, 2, 1. Oh, ich habe hab auch Matchwinner. Matchwinner gegen Matchwinner. 802 Pässe. Ich habe 308. Stark. 800, Bungert. 800 als Verteidiger. Richtig stark von Bungert. Okay. Aber zwei Matchwinner gegen Matchwinner, Bungert gegen Kempe. Und dann guckt ihr mal die nächste Runde an. Das ist Club-Logo gegen Club-Logo. Aber das ist gut eigentlich. Nürnberg gegen Ingolstadt. Ja. Beide haben zwei Special-Cards in einem Pack. So. Jo. Dann letzte Runde, Köln gegen Bayern. Mittelfeld gegen Mittelfeld. Und ich ziehe und wir haben hier... Was ist das? Distanz. Distanz. Mittelfeld. Wer ist gut in Distanz? Keine Ahnung. Egal. Okay, 3, 2, 1, los. Ich hab rüber. 128, ja! Ganz 123 klar. Kilometer. Ganz Svento, danke schön. Warum ist Ribéry nicht 6 Kilometer mehr gelaufen? Oh, shit. Damit 4-4. 4-4 Stefan aufgeholt. Ja. Okay, dann kommen wir zum letzten Pack. Jetzt kommen wir zum letzten Pack. Jetzt wird es wirklich spannend. Oh, umgedreht eine. Ja, bei mir keine umgedreht. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. So. Ich weiß auch nicht, was man. Okay, Stefan, geht an. Ich ziehe. Ziehen. Und zwar ziehe ich Distanz wieder. Schon wieder Mal. Distanz. Ein paar Sachen hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. 3, 2, 1, los. Distanz. 281, Hübner. Nein, das kann doch nicht sein. 5 zu 4, dann gehe ich sogar in Führung. Ich stand einfach 3 Stefan zu 1. Dreht die Partie. Okay, dann bist du wieder dran. Hamburg gegen Augsburg. Oh, Pässe. Und ich habe Pässe. Und wir haben Verteidiger gegen Angriff. Ich hoffe, das sollte mein Vorteil sein. Ich glaube auch. 3, 2, 1, los. Oh, 160, nee, das 468. Schiplock hat auch nicht so viele Spiele. Eindeutige Sache. Ja, das war eindeutig für Jan, damit 5 zu 5. 5 zu 5. Waren noch 3 Runden. Achso, ja. Du ziehst wieder. Ich zieh wieder. Und zwar ziehe ich... Bisher hatten wir, glaube ich, noch kein Zweitligaspiel, oder? Nee. Tore. Oh. Und ich habe einen Abwehrspieler. Und ich habe Mittelfeldspieler. Ich habe Angst. Ja, aber du hast Junuzovic vielleicht oder so. Bei Wer Bremen. Weiß. Ich habe bei Köln, keine Ahnung. 3, 2, 1, los. Oh, ich hab Das Set. Geht dann nicht, ne? Das geht nicht. Das heißt diese Runde, ich habe einen Matchwinner sogar. Der hat sogar 2 Tore, das geht sogar nicht. Das heißt, und keine Punkte diese Runde. Das heißt, 5 zu 5 noch 2 Runden. Was machen wir bei Unentschieden? Das müssen wir danach diskutieren. Na, Unentschieden bekommt jeder ein Pack. Jeder ein Pack, okay. Unentschieden bekommt jeder Pack. Dann ziehe ich einfach nochmal. Oh, jetzt hast du einen Zweitligaspieler mit Kräuter führt. Und ich habe Schüsse. Jawohl, und ich habe einen Angreifer. Aber hoffentlich haben die irgendeinen. Bitte hat der ein Stat. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat gar nichts. 3, 2, 1, los. Oh, Schüsse 11. Und du hast mehr! 21! Oh mein Gott! Warum schießt du denn nicht? Benedikt Rücker. Ja, okay, du hast auch so einen, der wahrscheinlich jedes Spiel gespielt hat. Kann man von Sobirk nicht von... Oh, das ist mein Punkt. 6 zu 5, gell? 6 zu 5. Oh, jetzt Bayern. Bayern gegen Mainz. Aber ich darf Mittelfeld gegen Angriff. Und Steffen zieht. Karte. Und das ist... Speed! Das hatten wir einmal. Speed. Das kann alles passieren. Aber du hast einen Angreifer. Aber ich kann auch Lukas Costa haben. Alles kann passieren. Sagen, okay. alles kann passieren. Okay. 3, 2, 1, los. 29. Ja! Ja! Guck mal,
wie langsam der ist. 29. Der 29, Maximilian Beister. Und ich hab Vidal, der keinen Wert hat. Oh, Glück. Damit 6:6 Wert ist nach unentschieden. Unentschieden bei der ersten Challenge. Das heißt, jeder wird jetzt ein Pack bekommen. Nein. Nice. Zum Glück, Beister, wie langsam bist du denn? Das kann doch nicht sein. Aber zum Glück hast du Vidal. Also die erste Challenge ist vorbei. Wir haben hier in 6 Päckchen 3 Matchwinner gezogen. Das so gute Auswahl durch. Und ja, und jetzt öffnen wir die Packs. Viel Spaß dabei. Okay Leute, wir haben hier jetzt unentschieden gespielt. 6:6 und das bedeutet, weil man hätte 2 Packs bekommen können. Jeder bekommt jetzt ein Pack und jetzt öffne ich mein Belohnungspack. Hier 1 5er Pack. Hoffentlich jetzt natürlich Club 100 oder irgend sowas. Wäre auf jeden Fall richtig nice. Hier haben wir erstmal von Werder Bremen Garcia, nicht der beste fürs Spiel auf jeden Fall. Dann Stindl von Gladbach, dann das Club-Logo von Schalke 04, dann wieder umdrehen. Assist-König Maxim von VfB Stuttgart und Spahic von Hamburger SV. So, dann öffne auch ich jetzt mein eines Päckchen, was ich mir verdient habe, mein Belohnungspack. Und ich hoffe, also jetzt müssen ja die guten Karten drin sein. Jetzt ist es wichtig. Wir haben ja als erstes hier Erdinsch von Hannover. Dann haben wir Matchwinner Gündogan von Dortmund. Auf jeden Fall richtig starke Karte. Dann haben wir Johannes Geis von Schalke. Richtig ausgeglichen. Bisher wirklich gutes Pack. Der nächste ist Polanski von Hoffenheim. Auch gute Werte und dann noch Ramazan Özcan von Ingolstadt. Also ich bin mit dem Pack mehr als zufrieden. Gute Werte, ein Matchwinner. Also für den Start ist es gar nicht schlecht. Und das war's auch schon für das Video. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Idee von dieser Finals Week gefällt, dann gebt einen Daumen hoch. Würde uns auf jeden Fall mega unterstützen. Und wenn ihr keine anderen Videos mehr verpassen wollt, dann abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns schon morgen bei der zweiten Challenge der Pack War Finals Week. Und bis dahin, ciao.